Es versteckt sich in der tiefsten mecklenburgischen Provinz, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen und wo die Stille fast wehtut. Und doch ist gerade auch das ein Pfund, mit dem es wuchern kann. Das noble Hotel- und Golfressort Schloss Krugsdorf in einem 100-Seelendorf gleichen Namens, nicht weit von Pasewalk und der polnischen Grenze entfernt. Schon bei der Ankunft bekommt einen das Gefühl, an einem Ort zu sein, der wohltuende Entspannung und Entschleunigung verspricht. Weit schaut man ins Land, das so ungemein gepflegt erscheint. Naja, kein Wunder, ist ja auch ein Golfplatz. Und der gehört zu dem herrschaftlichen Schlossgebäude mit seinen Brunnen, Portalen und Türmchen. Die Geschichte des heutigen Schlosshotels geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Ursprünglich mal ein redgedecktes Gutshaus, das aber vor 100 Jahren komplett niederbrannte und alsdann als zweigeschossiges Herrenhaus wieder aufgebaut wurde. Nach langem Leerstand wurde vor 10 Jahren das gesamte Anwesen mit 2 Dependancen von dem heutigen Eigentümer aufwendig restauriert und vor 5 Jahren nach der Fertigstellung des Golfplatzes feierlich als Hotel- und Golfressort eröffnet. Schloss Krugsdorf präsentiert sich also heute als ein exklusives Privathotel, das seinen Gästen nicht nur einen höchst komfortablen Aufenthalt verspricht, sondern auch mit der wunderschönen Landschaft der Ueckermünder Heide punkten kann. Dazu mit einer regionalen Küche französischer Provenienz, kreiert von einem renommierten ehemaligen Sternekoch und schließlich mit einem 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz für Profis und Anfänger. Bart Fernhout heißt der junge Schlossherr, ein gebürtiger Holländer, der hier eine neue Heimat gefunden hat und obendrein als leidenschaftlicher Genussmensch und Gastgeber seinen Gästen nur das zugutekommen lassen will, was auch seine persönlichen Ansprüche und Erwartungen erfüllt. Doch woher kommt die Liebe eines Niederländers zu der hügeligen Landschaft der mecklenburgischen Provinz? Ein bisschen Zufall, ja. Aber ich liebe alte Häuser, ja. Und alte Schlosser, und es sind so viele alte Schlosser in Mecklenburg-Vorpommern, die dann so traumhaft da stehen, die müssen noch, die wollte man gerne wieder schön haben. Das wollte ich gerne, und das war die Möglichkeit hier, und dann möchte ich das auch zum Ende bringen. Gut, Sie haben das ja nicht alleine geschaffen, Sie hatten auch eine ganz charmante Hilfe. Ja, charmante Hilfe von meiner Frau, die hier die Innenarchitekt hier gewesen ist, alles eingerichtet hat, wie sie jetzt raussieht, und sie macht das auch gerne, und es ist auch sehr eine richtige Unterstützung gewesen, um das hier zu machen. Ja. Und welche Gäste, welches Klientel kommt zu Ihnen? Unterschiedlich. Wir haben viele aus der Gegend auch, die hier kommen, weil es ist leider nicht so ganz viel in dieser Gegend. Mhm. Und dann natürlich auch aus Brandenburg und Berlin, viele Leute, die Ruhe suchen und trotzdem schön golfen möchten, in einer schönen Umgebung, schöne Natur. Und ja, das ist hier allemaal vor Ort. Man hört hier keine Autos, keine Flugzeuge, es ist hier gewoon wunderschöne Natur. Ja. Und dazu noch eine exquisite Küche. Richtig. Ja. Und das ist wichtig für mich, und ich glaube auch, dass das wichtig ist für die Gäste. Ja.